So, das nochmal ganz kurz ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train SimWorld 4. Der Danny spielt das diesmal ein kleines Infovideo, damit ich euch zeigen kann, wo ihr das ganze Szenario bzw. diesen Fahrplanmod findet. Und zwar geht ihr ganz normal hier auf die Seite Train Sim Community. So, dann seid ihr ja hier. Das ist ja der Startbildschirm Train SimWorld. Und dann findet ihr das Ganze. Hier war das, glaube ich. Nein, da war das nicht, sorry. Da war das auch nicht. Wo habe ich das denn jetzt gefunden? Das war das jetzt hier? Ja, nee, oder? Nein, auch nicht. Sorry, jetzt bin ich gerade. Patches, Announcements, Utilities. Da war es auch nicht. War das denn jetzt? Sorry, Leute, ich bin gerade ein bisschen. Das ist für die ÖBB. Sorry. Hier war es. Timetables. Also nochmal. Hier kommt ihr an und dann ist das zu finden unter der Kategorie Timetables. Sorry, ich war jetzt, hab ich jetzt selber nicht mehr gewusst. Timetables auf jeden Fall. Und dann seht ihr das hier: das allererste Bremen-Oldenburg Modern Timetable 2024. So, dann seht ihr auch, wo ihr das überall spielen könnt. Beziehungsweise alle ja, Paid Required DLCs, die ihr dafür braucht. Und zwar Bremen, Oldenburg, Dresden, Riesa, Maintal, Kassel, Würzburg, Köln, Aachen, linke Rheinstrecke, Koblenz, Mainz, Niedertalbahn, Semmeringbahn, Salzburg, Rosenheim, DBBR-Routen 363, DBBR-155, die Baureihe 193 Vectron sowie die DBBR-101 und Intercity Coaches. Das sind hier die Requirements, die ihr auf jeden Fall braucht. Und zwar braucht ihr einmal das Maintal BR642 Repaint Pack. Und zwar einmal für die Nordwestbahn und einmal für RX und einmal für die Regionalbahn. Beziehungsweise, was ist das? U-Bahn? Ich kann es nicht lesen. Da müsst ihr einmal das RTB BR642 Non-Subbing-Pack runterladen und einmal das RTB 642 Pack. Die müsst ihr beide separat runterladen, installieren. Dann braucht ihr auf jeden Fall, ja, hier braucht ihr natürlich auch die Strecke in den Maintal, Aschaffenburg, Miltenberg und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Dann braucht ihr die EC2 Doste und BR146 Repaint, auch hier beide zu finden. Die müsst ihr separat runterladen, jeweils und dann auch jeweils installieren. Und so sieht das dann aus. Habt ihr ja bei mir vorhin auch gesehen in dem Video. So sieht das Ganze dann aus. Ja. Genau. Dann braucht ihr den Metronom Doste und BR146 Repaint Pack. Das muss dann so aussehen. Genau. Da müsst ihr auch beides separat runterladen und installieren. Das ist definitiv zwingend nötig. So, ja genau. Und natürlich die NX 110 und Triwagen, N-Wagen. Dafür braucht ihr auf jeden Fall die Strecke Bahnstrecke Bremen-Oldenburg. Aber die braucht ihr ja sowieso, sonst funktioniert das ganze Mod, der ganze Mod ja nicht. Da müsst ihr das auch separat runterladen und dann installieren. So, wenn ihr das alles habt, installiert habt und so weiter, dann könnt ihr hier den Timetable runterladen. Zu installieren ist das Ganze, das gebe ich euch jetzt auch noch mit auf den Weg, wenn ihr hier drauf geht. Ich habe das zum Beispiel hier und dann Train SimWorld 4 Windows No Editor T2, TS2 Prototyp Content
Content, DLC und dann könnt ihr das hier halt installieren. Das ist ganz wichtig und wenn ihr das alles habt, dann müsste das genauso aussehen wie bei mir. Ich hoffe, ich konnte euch damit einigermaßen helfen. Wenn ja, würde mich das natürlich freuen. Wie gesagt, ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich darauf, euch heute im Livestream alle zu lesen. Ihr hört mich dann und ich denke so 22, 22, 30, wie das Ganze starten. Ich mache auch gleich eine Planung und dann seht ihr das in auf meinem YouTube-Kanal und könnt euch dann darauf einstellen. Das war es soweit von mir, von dem neuen oder mit dem neuen Timetable, Modern Timetable 2024 für die Strecke Bremen-Oldenburg, für den Train Simulator 4. Ich hoffe, ihr seid, wie gesagt, heute Abend dabei. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Bis dahin sage ich ciao, servus und tschüss. Habt ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis Spieters. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.